einst in Paris ein Mädchen sagt, Mama, ich war nach Wien. Man hört so viel von dieser Stadt. Jetzt möchte ich einmal hin. Entsetzt sagt Mutti, Kind, oh nein, wer weiß, wie es dir gefällt. Ein Unglück kommt doch nie allein auf dieser armen Welt. Das Kind versteht die Mutter nicht, macht sich zur Fahrt bereit. Au revoir, vergnügt es spricht. Und schon ist es soweit. Fräulein Paris ist ganz entzückt vom Charme der Stadt Wien. Die Tage eilen wie verrückt, wird es wohl sehr viel sehen. Dabei wird's große Übel wach, ob es wohl reicht, das Geld. Sie sieht im Portemonnaie mal nach, oh weh, sie ist schlecht bestellt. Ach, könnte ich doch wienerisch, singt sie im Boudoir. Schrieb ich Mama ganz sicherlich, ich suche mir Arbeit, da, das Belvedere, das Schloss Schönbrunn, die Hofburg, oh wie schön. Und morgen ist die Woche um, will noch im Prater gehen. So steht sie vor dem Riesenrad und steigt auch einmal ein. Dabei wird ihr ganz plötzlich fad, es rührt sich das allein. Pardon, Monsieur, so bittet sie um Feuer einen Herrn. Oui, oui, Madame, befleißt er sich, ja selbstverständlich gern. Der Herr, der recht sehr staatlich ist, fragt sie dann ganz charmant, ob sie denn etwa aus Paris, zumindest aus dem Land. Und ohne Scheu verrät sie es ihm. Ich komme von der Seen und fahr schon morgen wieder hin, so schwer mir's auch bekäme. Wie lange schon ist es nun her, dass ich Französisch sprach, so sagte still zu sich der Herr und dachte dabei nach. Doch sie riss ihn aus seinem Traum, schwatzt eifrig fort und merkte kaum, wie sehr sein Herz auf einmal schlägt. Was hat es wohl dazu bewegt? Ihr Sprechen und ihr Duft erinnert ihn an eine Zeit, einst froh er war, dass sie dahin. Dies ist es, was sein Herz beschwert. Nun wird die Zeit für ihn was wert. Er lädt sie ein auf ein Souper und als sie saßen schon beim Tee, war es an der Zeit zum Zug zu gehen. Da kam das Wort, auf Wiedersehen. Und da er Witwe, ohne Pflicht, weshalb er leise zu ihr spricht, wir hatten eine schöne Stunde, dies ist nun wohl ein fester Grund zu einem Du und Namen nennen, noch ehe wir uns müssen trennen. Robert heiß ich, und wie heißt du? Ach ja, und Ottokar dazu. Ich wohne auf 2 am Stephansplatz, jetzt weißt du alles, liebster Schatz. Jeannette Tournier, so schrieb man sie, die Straße, die hieß Rigoni. Sag mir, wie viel du Lenze zählst und wärst dein Tierkreiszeichen, denn im Moment du mich sehr quälst, die Neugier will nicht weichen. Willst du mir gleich zum Wiegenfest wohl rote Rosen schenken, damit sich dies auch machen lässt, musst an den Stier du denken. Der 2. Mai vor 20 Jahren war der Mama beglückte und mich mit einem festen Schrei in diese Welt einst schickte. Die Hand küsst er ihr konsterniert und schon rollt ab der Zug. Sie winkt ihm dann noch glücksverwirrt, ist fortgleich wie im Flug. Blass bis im Mund steht er. Blass bis im Mund. Leider. Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Ich weiß es nicht. Blass bis im Mund steht er nun hier am Bahnsteig wie aus Stein. Der liebe, nette Kavalier. Sie ahnt nicht seine Beine. Allein im Abteil sitzt Jeanette. Ahnt nicht, was war geschehen. Nun macht sie sich zurecht ein Bett und träumt vom Wiedersehen. Und wie wenn es mit dem Teufel ging, rollt es dahin, das schwere Ding. Bonjour, bonjour, ich bin schon da, begrüßt sie ihre Frau Mama. Und die umarmt ihr liebes Kind. Wie war's, erzähle mir geschwind. Merci, Mama, wie ein so schön und so galant seine Messieurs. Ich sah die Hofburg, sah Schönbrunn, kam in den Prater da, gerade als allein mir war, so dumm, traf ich ein Ottokar. Ein großer Herr hat graues Haar, sie hebt die Hand graziös. Wie warum wäre doch wunderbar? Jetzt wird Mama nervös. Er sprach Französisch nur mit mir, er ist ein netter Herr. Im Krieg war er ein Offizier, darauf ist stolz er sehr.
das Kind sieht nicht Immas Gesicht und sagt dann noch zu ihr, dass deshalb er Französisch spricht, weil er im Krieg war hier. Mehr wollte Mama nun nicht mehr wissen. Sie sank vor Jeanette nieder. Du armes Kind, konntest ja nicht wissen. Dann senkten sich die Lieder. Oh nein, mein Kind, bleib doch daheim. Wer weiß, wie es dir gefällt. Ein Unglück kommt doch nie allein auf dieser armen Welt. So drang es tief in Jeanettes Ohr. Doch sie wusste nicht, warum. Ein grelles Nein stieß sie hervor. Dann war sie plötzlich stumm. Ein Weilchen war sie jetzt nicht da, war bei Rouvert in Wien. Schrieb ich ihm das jetzt von Mama? Rief er mich zu sich hin? Oh Gott, wie war das Kind naiv. Sie hat's nicht kapiert. Schreibt zitternd gleich Rouvert einen Brief, den sie express frankiert. Rouvert in Wien zur selben Zeit spricht ein Gebet zu Gott, ob er ihm diesmal noch verzeiht, bricht drauf zusammen. So. Hat Gott gewollt, dass nun Kathrin den lang ersehnten Gruß auf diese Art erhält aus Wien und gleich darauf sterben muss? Und wollte Gott auch, dass Rouvert in seinen bangsten Stunden Jeanettes Brief erhält nicht mehr? Dann hat er viel empfunden. Verkrampft den retournierten Brief sie nun in Händen hält. Ein Unglück kommt doch nie allein auf dieser armen Welt.